Egon Plaschka wurde am 30. September 1922 als Sohn einer Verkäuferin und eines Metallarbeiters in Graz geboren. Nachdem er bei der Hitlerjugend Bildstelle tätig war, meldete sich im Februar 1940 freiwillig zur Luftwaffe. Im August desselben Jahres kam er als 17-Jähriger zur Kriegsberichterstatter Kompanie. Als wohl jüngster Bildberichter des Dritten Reiches war er im Luftkrieg um England und später in Afrika und an der Ostfront im Einsatz. Im August 1943 wurde er Leutnant und für seine 71 Feindflüge mit der silbernen Frontflugspange ausgezeichnet. Im Frühjahr 1945 geriet er bei Gotha in amerikanische Kriegsgefangenschaft und kehrte im Februar 1946 in seine Heimatstadt Graz zurück. Seit 1951 arbeitet Egon Plaschka für die kleine Zeitung Graz. Nachdem er zum Lokalchef aufgestiegen war, wurde er 1970 erster österreichischer Ombudsmann. Für seine publizistische Tätigkeit wurde er unter anderem mit dem Dr. Karl Renner Preis ausgezeichnet. Seit seiner Pensionierung im Jahre 1988 steht er als Seniorenberater seinen Lesern weiterhin zur Verfügung. Herr Plaschka, Sie sind 1922 in Graz geboren, haben hier dann Ihre Kindheit verbracht. Können Sie uns ein bisschen was sagen über die Lebensumstände, über das Milieu, in dem Sie hier aufgewachsen sind? Ich bin in Graz geboren, eigentlich immer in Graz gewesen, außer der Kriegszeit natürlich. Und mein Gott, meine Kindheit war nicht besonders aufregend, auch nicht besonders schön. Es war damals die Wirtschaftskrise bekanntlich. Die Leute waren alle sehr arm. Mein Vater war Metallarbeiter und wir haben uns halt so schlecht und recht durchgebracht. Mit Politik hat man sich ja nicht befasst. Es war damals die Systemzeit, also es war die Vaterländische Front, wie das geheißen hat. Also es waren alle christlich-sozialen und in dieser Richtung tendierende Vereinigungen. Es hat ja zig Vereine und Dings gegeben. Das war alles Vaterländische Front. War auch manches sehr ungut, ist ja als Systemzeit bezeichnet worden, dann auch später von den politischen Gegnern. Na, dann kam der Umbruch, den haben wir also so erlebt, also Umbruch, das ist die damalige Bezeichnung gewesen. Den Leuten, wie gesagt, ist ja schlecht gegangen, jetzt schien diese neue Regierung, der Hitler auf Deutsch gesagt, schien als Offenbarung sozusagen, also jetzt wird es mit den Arbeitslosen Schluss sein. Wer ist der Befreier von der Vorratssteuer? Adolf Hitler, hat es geheißen, die Sprechchöre zum Beispiel damals, es hat damals eine Vorratssteuer sogar gegeben. Und na, ich habe das nur so in Erinnerung, mehr von der Hetz her. Und da war dann ein großer Aufmarsch von praktisch sämtlichen Mittelschulen, nicht? Durch die Stadt, und das hat sicher dazu beigetragen, dass später dann Graz die Stadt der Volkserhebung wurde. Graz ist ja sozusagen ein Titel, der heute nicht mehr sehr gern gehört wird, natürlich, verständlicherweise, aber das hat sicher auch mit dazu beigetragen, war nicht ausschließlich, sicher nicht, aber mit dazu beigetragen. Das war im März. Naja, das war März 38. Ich war illegal, kann man fast nicht sagen. Es war nichts Illegales dran. Ich bin einmal also mitgegangen und da haben wir uns da irgendwo da draußen getroffen und da haben wir also so geübt, das Schleifen, wie man gesagt hat, also auf Marsch und so ein bisschen was. Ne? Aber das war eigentlich, kann man nicht mehr sagen, illegal. Das war also sozusagen mit keiner Gefahr verbunden. Nicht? Das waren früher schon Illegale, die dann immer wieder verhaftet worden sind. Das war in Wöllersdorf ein eigenes Lager für die Nationalsozialisten. Und welche Motivation hatten Sie, zur HJ zu gehen? War das nur reine Abenteuerlust? Nein. Das war damals die ganze Stimmung. Es war eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Nicht? Das war ja, nicht, man muss ja bedenken, es schien nicht nur, dass die wirtschaftliche Not nun ein Ende hat, sondern dass wir auch in einen größeren Verband kommen, wo der Einzelne mehr Berufschancen hat. Nicht?
Und wir waren ja alle, mein Gott, was hat man schon für Aussichten gehabt als, damals als junger Mensch? Nicht? Die große Arbeitslosigkeit, hunderttausende Arbeitslose. Nicht? Wann und wodurch wurde Ihre Liebe zum Fotografieren geweckt? Also so, mein Vater hat mir eine Lochkamera gebaut. Es war damals im Physikunterricht, war so der erste Anschluss im Physikunterricht, war die Kamera obscura, der viereckige Kasten, der vorne ein Loch hat. Und wenn man dann eine lichtempfindliche Schicht in irgendeiner Form, eine Platte oder auch ein Fotopapier, hinten hineingelegt hat und den Deckel abgenommen hat, so ist das belichtet worden, und also ohne Optik. Nicht? Und da habe ich mich freiwillig gemeldet zur Luftwaffe, und nachdem da der Arbeitsdienst weggefallen ist, haben wir sozusagen ein bisschen Dienst machen müssen in der Luftwaffenbaukompanie. Da haben wir so schwarze Aufschläge gehabt. Da waren wir so eine sehr lustige Partie zusammen, so lauter ein paar junge Maturanten, nicht? Und dann so und Schwaben, nicht? Die ja sehr arbeitsam sind, bekanntlich, nicht? Und wir haben natürlich ein Mordsheads gehabt, und also die haben sich manchmal über uns geärgert, aber sonst haben wir uns ganz gut verstanden. Aber ich habe richtige Matura gemacht, also ich habe mich freiwillig gemeldet und habe dann die Einberufung gekriegt für den 29. Februar. Also das ist heute, das war ein Schaltjahr, 1940 war das, ein Schaltjahr. Und da habe ich schon eine oder zwei Prüfungen oder was gehabt, und jetzt haben sie es also so gelegt, dass das, was noch war, vorverlegt wurde, also vor dem Einrückungstermin. Können Sie sich noch erinnern, was hätten Sie für Lebensziele oder Perspektiven gehabt, wenn nicht der Krieg gekommen wäre? Ach, keine. Haben nicht gewusst, Berufswünsche oder so? Nein. Auch nicht in Richtung also Fotograf oder? Naja, Journalismus, Bildjournalismus, sagen wir so. Fotograf nicht, also nicht handwerklicher Fotograf, aber Bildjournalist. Das war meine Idealvorstellung, nicht so verbunden, also was weiß ich, in einigen Jahren sämtliche 5 Erdteile irgendwie zu besuchen oder sowas. Und gut, natürlich ist das alles dann anders gekommen als vorgesehen. Sie sind als 17-Jähriger zur Luftwaffenbaukompanie gekommen. Wie war der Übergang und was hat sich für Sie persönlich geändert? Naja, ich war zuerst bei der Luftwaffenbaukompanie. Das war sozusagen, ein Ersatz für den Arbeitsdienst, den habe ich ja nicht absolvieren müssen. Und im Februar, das ist gegangen so bis in Herbst 1940 hinein. Und dann bin ich also zu einer Luftwaffenkriegsberichterkompanie gekommen. Und die haben mich als erstes nach Ramelsagorsch, hat es geheißen, im Korridor geschickt, habe ich einen Bordschützenlehrgang absolviert. Also es war an für sich nichts anderes, als dass man mit dem Maschinengewehr, mit dem MG-15, gelernt hat, aus dem Flugzeug zu schießen. Nicht? Da haben wir so einen Plastikbomber, haben wir gesagt, dazu gehabt, also eine leichte Maschine, das ist oben dort an der Ostsee gewesen. Also da haben wir im Meer war so ein viereckiges Dingel markiert ist, und auf das haben wir schießen müssen, und dann der Höhepunkt der Ausbildung war das Luftsackschießen. Also da ist eine zweite Maschine gekommen und die hat einen Luftsack hinter sich geschleppt, und den musste man also beschießen, und da hat man dann eine Anzahl der Treffer also abschätzen können oder zählen können, wie weit das also in Ordnung war. Herr Plaschke, können Sie uns sagen, wo Ihr Platz im Flugzeug gewesen ist, das heißt also, wo Sie Ihre Tätigkeit, die fotografische und die militärische, ausgeübt haben? Im Flugzeug, ich werde Ihnen dann ein Bild zeigen von einer He-111, es war unten eine Bodenwanne, und da bin ich also gesessen, oder gesagt, das waren Sitze seitwärts, und man hat auch dort knien können und so weiter. Normalerweise ist ein Maschinengewehr nach hinten und eine Bordkanone nach vorn oder umgekehrt gegangen. Das war unter dem Funkersitz sozusagen, der oben war. Oben war übersichtlich ein Drehturm,
Das war auch gleichzeitig der Funker, der hat dann den besten Überblick gehabt oben. Nicht? Und da bin ich halt gesessen und also da habe ich diese Maschinengewehrausbildung, die habe ich da in Ramelsagorsch gekriegt, also das war weiter keine Kunst und so ist das halt. Ich bin hier auf dem Bild, bin ich der Dritte von links und im Flugzeug hatte ich den Platz unten in der gepanzerten Wanne. Da konnte man liegen oder auch knien und hat zumindest nach vorne und nach rückwärts eine Maschinengewehr oder eine Bordkanone gehabt. Und das war im Tiefangriff, also und in Formation. Ich weiß nicht, ob das, ich bin da nicht so Fachmann, ob das besonders sinnvoll war. Jedenfalls sind wir so geflogen. Und da sind wir also eine Kette, das waren drei Flugzeuge von einer Staffel, sind nebeneinander im Tiefangriff, also das ist ziemlich rasch, das kann man sich ja vorstellen, 250 Kilometer, 300 Kilometer, ich weiß nicht, über den Flugplatz geflogen. Und über den Flugplatz war dann der Reihenwurf, nicht? 50 Kilo Bomben sind in die 111 sehr viel hineingegangen, sind also in Reihenwurf während des ganzen Überfliegens des Platzes heruntergeplumpst. Nicht? Und durch irgendein Manöver oder was weiß ich, die Aufmerksamkeit wahrscheinlich mehr auf die Bomben und die Ziele und so weiter gerichtet, ist, also in dem Flugzeug war ich drinnen, der Nachbar so etwas drüber gekommen, im Reihenwurf. Und da ist eine Bombe oben hinter den Funkersitz hinein und auf der Seite wieder heraus. Das heißt, das hat sich dann erst herausgestellt. Für mich hat sich das so dargestellt, es macht einen Knall. Ich denke mir, aha, jetzt haben wir einen Treffer gekriegt, macht die Augen zu und warte, jetzt muss es bumsen oder irgendwas. Und das ist ruhig weitergeflogen. Die haben dann angefangen zu rätseln, wie ich dann mich aufgerichtet habe. Ich bin unten in der Wanne gelegen am MG. Wie ich mich aufgerichtet habe, sind Spulen und Drähte in den Nacken hineingehängt. Da habe ich geschaut und habe oben geschaut und da ist das ganze Beischel sozusagen von dem Funkgerät da herausgekommen. Und wie gesagt, es hat sich dann herausgestellt, dass diese Bombe einfach oben hinein und auf der Seite wieder, da war ein Riesenloch, Seite wieder heraus ist. Also wenn die mich getroffen hätte, wäre ich erschlagen worden sozusagen. Außerdem hätte es noch wenige Sekunden, wäre es dann explodiert. Aber dadurch, dass das dann wieder raus ist, war das in schönster Ordnung. Also das hat damals großes Staunen erweckt, das haben wir die alle angeschaut dann am Flugplatz, wie wir angekommen sind, mit den zwei Löchern. Kein Mensch hat sich da einen Reim drauf machen können, wie diese zwei Löcher da oben und auf der Seite herkommen. Nicht? Und das war aber durch diese Umstände. Können Sie uns sagen, wie die Befehlsstruktur ausgesehen hat? Das heißt also, von wem Sie, wer Ihre übergeordneten Stellen waren, von wem Sie Ihre Befehle bekommen haben in Bezug auf Fotografieren bzw. in Bezug auf die soldatische Tätigkeit? Von niemandem eigentlich, das war ideal, muss ich sagen. Das heißt, Sie konnten von sich aus bestimmen, dort ist was los oder dort ist was für mich zu machen. Ja. Und da habe ich mich auch natürlich dann dort bemüht, also irgendwie halt dazu zu kommen, nicht? Das heißt, Sie mussten sozusagen wie jeder andere Soldat Dienst machen und haben dann selbstständig entschieden, wann Sie die Kamera mitnehmen? Oder nein, ich habe keinen Dienst gemacht. Also haben Sie, wenn Sie nicht fotografiert haben, überhaupt nicht, sind Sie überhaupt nicht mitgeflogen? Nein, ich hab mir den Tag einteilen können, sozusagen wie ich wollte, nicht? Oder mal dort so eine Reportage gemacht, dort. Ja, Herr Plaschka, wie hat Ihr Alltag jetzt in Tour ausgeschaut? Sind Sie täglich geflogen? Sind Sie immer mitgeflogen, wenn immer das Flugzeug geflogen ist? Oder nur, wenn es einen speziellen Befehl für Sie gegeben hat, als Berichterstatter mitzufliegen? Ja, nur wenn es sozusagen einen Befehl gegeben hat. Nicht? Also es war nicht sehr oft, wie gesagt, in der ganzen Zeit in Tour habe ich 11 England-Einsätze absolviert. Haben Sie eigentlich eine besondere Uniform gehabt oder haben Sie sich optisch ganz normale Luftwaffenuniform, also vom fliegenden Personal, also gelb, ganz normale Luftwaffenuniform. Das Einzige, was war, wir haben auf der linken Seite haben so einen Streifen gehabt, das war schon Kriegsberichter der Luftwaffe. Hatten Sie dadurch, dass Sie Bildberichter waren, besonderes Prestige in der
Kompanie oder? Ja, in der Kompanie sicher nicht, in der Kriegsbrichter Kompanie an und für sich, in einer Kriegsbrichter Kompanie an und für sich nicht. Wenn ich zu anderen Truppen gekommen bin, so ich bin zum Beispiel eine Zeit lang mit der Flak mitgezottelt im Erdeinsatz, dann natürlich schon, nicht? Also. Wir wissen heute, dass die Zensur im Dritten Reich eine wichtige Rolle gespielt hat. Haben Sie in Ihrer Tätigkeit diesbezüglich Beobachtungen gemacht? Nein, eigentlich nicht. Also. Das heißt, Sie hatten also völlig freie Hand? Ja. Ja. Hat sich dann hier irgendwie ein Gewohnheitsrecht eingestellt, sage ich jetzt mal, dass Sie sich gedacht haben, wenn ich jetzt ein abgeschossenes feindliches Flugzeug aufnehme, habe ich mit diesem Foto mehr Erfolg, als wenn ich ein abgeschossenes deutsches aufnehme? Also diese Gefahr war ja nicht groß, weil ich ja nichts unmittelbar veröffentlichen konnte. Nicht? Also ich habe ja, die Bilder sind ja zur Kompanie gegangen und dann irgendwie dem Propagandaministerium übermittelt worden. Nicht? Also da wären ja Dinge, die nicht erwünscht waren, aber wären ja sowieso aussortiert worden. Nicht? Das heißt, Sie haben schon im Hinblick darauf eine gewisse Vorauswahl getroffen. Ja, na gut, also ich bin ja gar nicht in die Verlegenheit gekommen, irgendwas aufzunehmen, was, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas Besonderes gewesen wäre. Ne? Sie haben vorher gesagt, die Filme haben Sie, wenn Sie berichtet waren, an die Kompanie geschickt, ja. Sie sind von dort dann weitergegangen. Die haben sie entwickelt und Dings und Texte zum Teil dazu gemacht, auch geschrieben natürlich und drauf gepickt und so weiter, und dann ist das weitergeleitet worden. Wo Ihre Fotos erschienen sind, wie sie angekommen sind, einerseits beim Propagandaministerium, andererseits bei den Lesern und Leserinnen, haben Sie gesagt, war Ihnen nicht bekannt. Ja, sicher, aber das, ich habe das als gegeben hingenommen, nicht? Weil wie sollte das vor sich gehen? Gut, man hat hier und da einmal vielleicht durch Zufall, nicht? Irgendwie entdeckt ein Bild von sich, aber natürlich irgendein mit System, dass man da quasi Belegexemplare bekommen hätte, bis heute an und für sich selbstverständlich, das war eigentlich nicht. Ne? Und zwar hat doch Deutschland dann sich eher das amerikanische und englische Modell angeeignet. Was hat sich aufgrund dieser Neustrukturierung geändert? Naja, das war ein Versuch, das war eine Idealvorstellung. Nicht? Also, Journalisten haben den Leuten halt gesagt, Kinder, so wie wir das machen, ist das ja ein Krampf. Jeder macht halt irgendwas draußen und schickt es ein. Und die Angloamerikaner, also die alle, die machen das so, dass ein guter Fotograf oder ein guter Berichterstatter, der wird hingeschickt, nicht? Und der meldet sich da im Oberkommando, kriegt einen Stollhelm und was weiß ich, und einen Wagen zur Verfügung gestellt und dann irgendeinen Ausweis, dass er sich frei bewegen kann, und der kann dann machen, was er will, und kann das, was seine Zeitung, sein Medium, Radiostation, was immer, wünscht, kann der machen. Und so sollten wir es auch machen, nicht? Wurde gesagt, und jetzt haben sie gesagt, nein, das probieren wir mal, vielleicht ist es was, und da wurde die Luftwaffe ausgesucht, eben das zu erproben. Und da sind also 5 Leute, und ich war einer von den 5, natürlich der Allerjüngste, das ist klar. Von diesen fünfen war ich der Allerjüngste. Und auch sonst, glaube ich, fast bis zum Ende der jüngste Kriegsberichter der Luftwaffe. Und da haben die gesagt, das machen wir so. Und da wurde sozusagen aufgeteilt, die wichtigsten Illustrierten wurden aufgeteilt, und ich habe bekommen die Kölnische Illustrierte und die neue IZ, neue Illustrierte Zeitung. Berlin, war die andere in Köln. Und das hat also so funktioniert, wie man sich das als ideal vorgestellt hat. Es ist nicht, sagen wir so, es ist gar nicht zum Tragen gekommen, weiß Gott wie. Nicht? Also es ist nicht, meines Wissens zumindest, nicht erweitert worden auf die anderen Wehrmachtsteile, also Luftwaffe, Marine und so weiter. Und also es ist auch vielleicht eine Mentalitätssache. Nicht? Das war halt die Zeit damals nicht für diese Art, wie es eben in England, Amerika war. Nein. Na gut, es sind ja nicht die Illustrierten, sind ja nicht darauf ausgegangen, jetzt also sozusagen antinationalsozialistische Propaganda zu machen oder was. Das hat sich reibungslos eingefügt, und bei heiklen Dingen, na gut, da ist sicher, haben die sich sicher zusammengesetzt. Nicht? Aber solche Sachen habe ich ja
meines Wissens nicht geliefert. Der Chefredakteur von der Königlichen Illustrierten hat gesagt, wir haben von Rommel schon so lange nichts gehört zum Beispiel. Wie wäre es, wenn Sie eine Reportage machen, was der jetzt treibt sozusagen. Und für mich war alles ein Erlebnis. Sie können sich vorstellen, ein 17-Jähriger, ich habe zum Beispiel noch nie das Meer gesehen. Nicht? Das war für mich ein Erlebnis, wie ich wollte auf das dann noch zurückkommen, wie ich da auf Sondereinsatz gefahren bin, nach Italien. Nicht? Da, bei uns war Schnee, nicht? Und dann wird es immer weniger Schnee, immer weniger, und auf einmal blüht alles, und dann ist der Schnee ganz weg, nicht? Und blüht alles. Das war schon sehr, ist man am Meer, fährt am Meer entlang und so. Das war für mich war eigentlich alles noch ein Erlebnis, nicht? Gut, und am nächsten Tag bin ich in Berlin nach Reinickendorf gefahren. Dort war ZBV-Kompanie, der waren wir sozusagen für die Papiere und so weiter unterstellt. Ich habe gesagt, bitte schön, ich möchte nach Italien, Nordafrika. Die haben mir die Papiere gegeben und ich bin am gleichen Abend noch in diesen Express gesessen, SF-Zug hat das geheißen, also Urlauberzug sozusagen, hinunter nach Italien. Und bin dann also zum Rommel gekommen und war in Sizilien also zuerst und dann also Rommel und Nordafrika, und da habe ich einige sehr schöne Sachen gemacht, die eigentlich journalistische Höhepunkte waren, bildjournalistische. Also es war leider nicht Kampf, das heißt leider, es hat sich halt nie ergeben, Kampfgeschichten, sondern eher diese Reportagen. Ne? Ich habe da ein bisschen recherchiert in Wien, in den Archiven, und da möchte ich Ihnen das zeigen. Ja. Das ist von Ihnen, leider Gottes ist die Kopie sehr ja, schlecht. Ja, das ist es ja. Das ist ja das. Das Original kann ich leider nicht aus Wien mitnehmen, da geht das nicht her. Aha, das Original ist wirklich in sehr, ja, sehr Sie. Guten Zustand. Ja, sehen Sie. Da steht auch immer Ihr Name drauf. Ah ja, BK-Aufnahmen, Kriegsbrüter Broschke, ja. Das ist Rommel. Ja, sehen Sie. Also das sind ja doch die ganzen Ersätze, da habe ich, das ist leider alles verloren gegangen. Ja, sehen Sie? Ja, das war ein Titelbild in der Kölnischen Illustrierten von mir als Kriegsberichterstatter, als Bildberichterstatter. Da sieht man den General Rommel. Da habe ich immer auf einer Frontfahrt begleitet. Auf einer Frontfahrt begleitet, bei der neue Stellungen ausgekundschaftet hat, also Rückzugsstellungen. Es war ja dann bald der Afrikanische Krieg zu Ende. Also das war das eine. Und das andere war ein sehr starkes Erlebnis. Da wie in Kairoan, das ist eine der heiligen Städte des Islams übrigens, da habe ich durch Zufall gehört, dass ein Mann aus Berlin kommt, ein Orientologe, und dass der einen bestimmten Auftrag hat dort. Und da habe ich mich gleich angehängt, so schön sagt, und habe gesagt, bitte schön, da möchte ich unbedingt mitfahren. Ich sage, ja, gut. Also es war eine rein Heeresangelegenheit, aber es war trotzdem sehr interessant. Und da sind wir also mit zwei Volkswagen gefahren. Es ist gekommen, der Chef des Protokolls, da war ein Kalif, also ein Gebietskaiser, wie immer man das bezeichnet, ein Kalif, und der hat seinen Protokollchef, der hat Französisch gekonnt, geschickt nach Kairo an, uns sozusagen abzuholen. Da sind wir in zwei so Kübelwagen, Volkswagen, sind wir also gefahren eine Zeit lang. Auf einmal ist da eine Kavalkade von Reitern gewesen, in bunten flatternden Mänteln, also es war wie Karl May. Sind dann vorausgeritten mit diesen schönen arabischen Passgängern, mit sehr schönen Pferde haben sie gehabt. Sind sie geritten bis zum, wir sind mit den zwei Volkswagen hinten nachgefahren, zum Zelt des Kalifen. Und da waren innerhalb von wenigen Sekunden waren die zwei Volkswagen verschwunden, waren zugedeckt mit so dürren Gestrüpp, nicht? Weil natürlich die Volkswagen waren natürlich aus der Luft vorhin gleich gesehen worden.
Und da war dann ein Empfang sozusagen im Zelt. Und da war, die sitzen ja am Boden, ne? Das waren diese Unterführer, die Scheichs, die uns da abgeholt hatten mit den Ausgängen, mit den Pferden. Die sind im Kreis gesessen und haben erst nach uns dann Couscous, also nur allein Couscous gegessen, aber in so im Türkensitz, nicht? Rund um die Schüssel. Ne? Und wir haben also den Vorzug gehabt, hat ein Feldbett, ein deutsches gehabt, also ein altes. Das hat er dort aufgestellt und ein Tisch. Und der Sohn des Hauses hat serviert. Frauen haben wir überhaupt nicht gesehen, wie sich das gehört im anständigen arabischen Haus. Wir haben nur also nur der Sohn des Hauses hat also serviert. Er hat also zuerst immer den Vater, den Kalifen, gebracht. Zum Beispiel der Höhepunkt des Mahls war also ein Hammel, ein spießgebrauter Hammel, der in so einer großen Waschschüssel war der so drinnen und der Kalifensohn ist zum Vater als erstes und der hat zuerst die Krone gerissen und dann hat der Leutnant aus Berlin, der Orientologe, hat also als nächstes sich herausgerissen und so ist das herumgegangen und am Schluss ist dann also auch wieder der Sohn des Hauses gekommen mit seiner Karaffe, mit Wasser und Seife und da haben uns also dann die Hände gewaschen, die Fetten und das war's. Und dann sind wir zusammengesessen im Gespräch und dann hat der Kalif also arabische Weisheiten von sich gegeben, also hat er mal gesagt, ja, das Ideal jedes Arabers ist es, ein Gewehr zu besitzen, ein schönes Pferd und glücklich verheiratet zu sein, nicht? Also das waren die drei Kriterien, nicht? Und dann hat einer bewundert eine schöne Satteldecke, die dort im Zelt gehangen ist und da hat der Leutnant dann gleich gesagt, Kinder, seid vorsichtig mit dem Bewundern, weil sonst schenkt er euch das und könnte sein, dass er dann die Armbanduhr bewundert oder so etwas, nicht? Und es war aber dann, wie gesagt, wie bei Karl May, es ist ganz am Schluss, sozusagen im Aufbrechen, da sind wir also schon aufgestanden, hat der Leutnant mit dem Kalif das Eigentliche geregelt, was der Zweck der ganzen Fahrt war, nämlich Flugblätter, also er hat ein bisschen was gekriegt, der gute Kalif, für seine Kasse, und dann haben die Fahrer von den VWs draußen so ein paar Packen Flugblätter geholt, da wurden tunesische de Gaulle-Truppen aufgefordert, zu desertieren, auf Deutsch gesagt, also sich zu melden und sie werden dann sofort entlassen. Nicht? Was das für Wirkung gehabt hat, weiß ich nicht. Sehr viel wird es nicht gewesen sein. Es hat ja nicht mehr lang gedauert. Damals dann in Afrika, damals war ja sehr bald das Ende da der deutschen Besetzung. Und das war wirklich ein sehr starkes Erlebnis. Das war, wie gesagt, ganz nur der Abschluss der ganzen Mission, der eigentliche Zweck war am Schluss. Also das war das Karl-May-Abenteuer für meine Begriffe als junger Mensch damals meines Lebens. Das war der Besuch beim Kalif im Zelt. Ja, da sitzt er, der wichtige Mann, der rechts neben ihm, das ist der Protokollchef, hat das geheißen. Der hat Französisch gesprochen, der hat uns in Kairo einen abgeholt und dann dorthin geleitet zum Zelt des Kalifen. Das war der Orientologe, der Leutnant, der hat Arabisch gesprochen, der hat also auch Arabisch kennen. Ne? Die Waschung nach der Mahlzeit, da sind Sie alles, was ich Ihnen erzählt habe, haben Sie da im Bild. Ja, diese Reportage heißt Kommandantur Tunis. Da war ich einen Tag lang dort in der Kommandantur und da sind also die Araber, mit ihren Wehwehchen gekommen und der eine hat von Artilleriestellungen der Alliierten erzählt und alle möglichen auch Kleinigkeiten sind also dort vorgetragen worden, das war sehr interessant. Da habe ich eine Reportage gemacht über Kriegsverletzte, die also wieder sozusagen ins Leben zurückkehren. Da sieht man einen einarmigen Bildhauer,
der den anderen, den Armen Krieg verloren hat, und auch andere Kriegsgeschädigte, Geschädigte, die sich da wieder einordnen. Ja, das ist ein typisches Kriegsberichterbild. Da war ich in einem Lager der Wallonischen Jugend, also in Belgien, ein Sondereinsatz, und da hat ein Bub ein V1-Zeichnung, eine V1-Zeichnung gemacht, wer sich das vorstellt. Das ist ganz lustig. Und der Text dazu lautete: Hart und rein in einer Führerschule der Wallonischen Jugend. Ein talentierter Junge hat dieses lustige Bild über V1 gemalt. Sie interessieren sich lebhaft für das gewaltige Geschehen der Zeit. Es hat für die Sowjetunion zahlreiche Propagandazeitungen gegeben in russischer Sprache. Hatten Sie damit jemals irgendwie zu tun? Nein, an und für sich nicht. Wie meinen Sie, in russischer Sprache, also von den Deutschen herausgegeben? Von den Deutschen herausgegeben? Nein, an und für sich nicht. Habe ich nicht in Erinnerung. Das waren immer eigene Abteilungen, die sich damit befasst haben. Also auch mit Lautsprecherpropaganda. Also das haben die Kriegsberichtereinheiten eigentlich nicht gemacht unmittelbar. Das waren eigene Propagandatrupps. Ne? Ja, aber die Russen waren ja dann auch sehr aktiv mit dieser Propaganda, nicht? Zum Beispiel kann ich mich erinnern, die deutschen Sendungen haben sie also dort zumindest den Raum immer wieder gestört durch Zwischenrufe, nicht? Zum Beispiel, da war ein bekannter Kriegsberichter, der hat Heinz Megerlein geheißen, und der hat halt immer, wenn es noch so trist war, der hat immer irgendwas Positives noch gefunden. Und der Krieg hat sich ja damals schon in grotesker Form oft abgespielt. Nicht? Also oft geheißen, im Wehrmachtkrieg wurde im Gegenstoß genommen, und der Gegenstoß, das war gar nichts, dass ein Feldwebel fünf oder sechs Leute zusammengefasst hat, die er noch erwischt hat, und dann ist er halt eingegangen und die Russen wieder rausgehabt zum Beispiel. Das war dann ein großer Gegenstoß, das Dings und so weiter. Also so war das. Und dann die Russen dann immer eigentlich: Megalein, du Lügenschwein, in die Sendung hinein zum Beispiel, nicht? Es gab ja vereinzelt aber doch Widerstand. Hat man das gewusst, so ganz allgemein? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin nie mit solchen Leuten also irgendwie in Berührung oder sonst was gekommen. Nicht? Mit solchen Leuten meinen Sie? Ja, mit Widerstandskämpfern. Mhm. Nicht? Damals, die Stauffenberg-Geschichte war, zum Beispiel, da haben wir viele Glück gehabt und viele Pech gehabt. Nicht? Ich meine, wenn der Kompaniechef von der Kriegsberichterkompanie, wir waren damals in Wittenberg, also so vorübergehend stationiert, wenn der gesagt hätte, gehen wir, nicht? Weiß ich nicht, ob ich nicht gegangen wäre. Nicht? Beziehungsweise, man muss sich auch immer überlegen, bei diesen ganzen Geschichten, es gibt ja Kriegsrecht, nicht? Also eine ganz einfache Befehlsverweigerung kann ja dazu führen, dass man das nächste Haus eingestellt wird und wegblasen wird. Nicht? Das muss man ja auch bedenken. Nicht? Und die Theorie, wenn es lauter Jägerstädter gegeben hätte, dann gäbe es keinen Krieg. Ja, mein Gott, warum gibt es immer wieder Krieg? Trotzdem, nicht? Das ist natürlich sehr schwierig. Es war ja auch schwierig, zum Beispiel für mich eine Entscheidung zu treffen in diesen letzten Kriegswochen, nicht? Was sollte ich tun als Einzelner? Nicht? Was sollte ich tun? Also sollte ich, was weiß ich, weiß nicht. Das kommt ja dazu, man ist ja hilflos. Nicht? Man kann ja, man hat eine Uniform an, man hat ein Soldbuch eingesteckt, man kriegt, wenn es gut geht, eine Verpflegung. Aber etwas dagegen zu tun, wie? Nicht?
Herr Plaschka, zu welchem Zeitpunkt haben Sie registriert, dass der Zweite Weltkrieg für Deutschland nicht mehr zu gewinnen war? Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Da bin ich nach Augsburg gefahren, um die neuen Düsenjäger zu fotografieren. Und ich habe das deswegen noch in Erinnerung, weil ich ja das nicht wusste und nicht gewohnt war. Ich habe halt, wenn ein Flugzeug gekommen ist, ist es gekommen und dann hat man halt fotografiert. Nicht? Und da hat man aber, wenn man fotografiert hat, war der schon ganz, weil die ja schneller waren als der Schall. Nicht? Und da ist mir zum ersten Mal zum Bewusstsein gekommen, ja, es ist ja alles zerstört. Man kann ja nicht, das Flugzeug ist gut, nur was nutzen ein paar Exemplare, wenn man nicht produzieren kann in großer Menge. Nicht? Man kann ja nicht unterirdisch oder in Felshöhlen, kann man ja keine Flugzeugproduktion aufziehen. Da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass da keine Chance mehr besteht. Was haben Sie da gefühlt? Sich als Verlierer, eine Erleichterung, dass ein Krieg aus ist, eine Erleichterung, dass Deutschland, Hitler-Deutschland gestoppt wird? Ich habe eigentlich weder das eine noch das andere. Ich habe mich einfach, wie soll man sagen, damit abgefunden. Nicht? Ich war ja nicht zu erinnern, was hätte ich so da ändern sollen. Das Schwierige in dieser Situation ist ja dann immer, dass man eigentlich sich jede Minute und bei jeder Handbewegung, bei jedem Handgriff sagt, nee, es ist eh alles umsonst, es ist ja sinnlos, nicht? Was immer da passiert. Das ist natürlich das Unangenehme dran. Herr Plaschka, wir wissen heute, dass sich besonders in den Ostgebieten bzw. der Sowjetunion in Bezug auf Holocaust sehr viel getan hat. Haben Sie jemals gerüchteweise oder aus eigener Beobachtung Nein, Sie meinen in den Konzentrationslagern? Nicht direkt in den, aber durch Gespräche oder Gerüchte oder hat sowas gegeben? Oder ja, haben Sie davon Gerüchte und hat es immer gegeben, nicht? Also immer nicht, aber in der Zeit sicher schon. Nur hat man nie was Konkretes gesehen, gehört, erfahren, nicht? Das ganze Ausmaß ist ja dann erst bewusst geworden, wie der Krieg aus war und uns diese ganzen Dinge zugänglich waren, nicht? Natürlich hat es geheißen, ja, es gibt Konzentrationslager, na gut. Aber Sie wussten nicht über das Ausmaß der Verbrechen, die da geschehen sind? Nein, sicher nicht. Und sind Sie auch zufälligerweise mit drüber geflogen, oder? Ja, aber das sehe ich ja, das ist schon möglich, dass ich einmal drüber geflogen bin, aber da sieht man ja nichts, nicht? Sie sind vorstellen, dass man aus dem Flugzeug Gräueltaten sieht oder irgendwas so, das ist, Sie sind 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft gekommen, und zwar in Gotha. Haben Sie hier aufgrund Ihrer journalistischen Tätigkeiten Schwierigkeiten gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ins Offizierslager gekommen, nicht? Aber man wusste davon. Ja, sicher. Ich bin dort ins Offizierslager gekommen und man hat uns schon knapp gehalten, nicht? Also das muss ich schon sagen. Also, aber im Großen und Ganzen, im Vergleich zu Russland, ist es uns ja blendend gegangen, relativ gut. Nicht? Das ist verständlich, die haben natürlich. Und das Bittere war ja dort in Russland, nicht, dass man unbedingt in Arbeitslager gekommen ist. Nicht? Die Leute, die sind oft noch. Die meisten sind ja mindestens 2, 3, 4 Jahre draußen gewesen. Ja, die haben ja alle also kaum welche, die dort nicht gestorben sind, die nicht einen Knacks weg haben, nicht? Die irgendein Leiden mitgebracht haben. Nicht? Kann man sich ja vorstellen. Nicht? Schlechte Verpflegung und schwerste körperliche Arbeit und Leistenbrüche und. Nicht? Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft mussten Sie sich ja wieder Ihre Existenz sozusagen in Österreich aufbauen. Haben Sie sich da wieder journalistisch betätigt? Nachdem die Russen so alle Fotoapparate kassiert haben, die es irgendwo gesehen oder allerdings haben, war natürlich auch war fast nichts, nicht? Wer fotografieren konnte. Und da haben wir eben so Postbilder gemacht, nicht? Für diese 4 Sprachenausweise. Da bin ich mit meiner Mutter immer heruntergefahren und habe halt dort am Dorfplatz
zum Kirchgang, nicht? Sind wir immer gestanden, und in der nächsten Woche haben wir dann die Bilder von vorigen Sonntag gebracht, nicht? Und da hat man dann natürlich also auch dort einmal ein Faustal voll Fett, dort einmal ein bisschen Sterzmehl oder sowas gekriegt, oder ein kleines Stück Gesöchts einmal oder sowas, nicht? Und dann, damit ist man dann durchgekommen. Und außerdem hätte es gar nichts genutzt, weil es hat ja keine Zeitungen gegeben, oder fast keine, nicht? Die Zeitung machen war eine Frage des Papierhabens, des Zeitungspapierhabens, und das hat die Besatzungsmacht bestimmt, nicht? Beziehungsweise in der Hand gehabt, nicht? Also irgendein ein Missliebiger hätte überhaupt hätte nicht einmal eine Parkwächterzeitung rausbringen können, weil er kein Papier gekriegt hätte, nicht? Und damals waren nur die drei Parteizeitungen, die kommunistische, die sozialistische und die christlich-soziale, die ÖVP, nicht? Die haben hohe Auflagen gehabt, nicht? Traumauflagen für damalige Verhältnisse, aber die haben wieder keinen Platz gehabt, nicht? Ich habe 1948 dann angefangen, wieder mich journalistisch zu betätigen. Und ich bin ja dann, ich war ja dann Kriminalreporter auch und Schaugeschichtenmann, und dann bin ich Lokalchef geworden, nicht? Und da habe ich auch sehr viel Verwaltungsgeschichten gehabt, und es war eigentlich nicht die lustigste Zeit. Also als Kriminalreporter habe ich mich wesentlich wohler gefühlt. Ich habe auch zwischendurch, das ist, kann man fast sagen, hier einschlägig, ich habe 2 oder 3 Mal Serien geschrieben, wo ich sag mal, Dinge, die heute längst also weg sind, eigentlich die Leute gestorben, die Unterlagen nicht mehr da oder irgendetwas, wo ich Serien gemacht habe. Zum Beispiel eine Serie habe ich gemacht, wo, wie Österreicher der Besatzungsmacht sozusagen ein Schnippchen geschlagen haben. Sie sind 1970 erster österreichischer Ombudsmann geworden. Wie kam es dazu? Ja, das war so. Wir sind an einem Freitag, also es war damals, das muss man vorausschicken, es war damals schon ein sehr harter Konkurrenzkampf mit der Kronenzeitung. Nicht? Die ist also gerade gekommen, wollte also die Provinz sozusagen erobern, nicht? Nicht nur in Wien, Niederösterreich, sondern wollte also auch die anderen Bundesländer erobern. Und da haben wir geredet in der Redaktionskonferenz, und da sagt der obersteirische Redakteur, damalige, der Fritschl, hat gesagt, es wird immer geredet, jetzt reden Sie von diesem staatlichen Ombudsmann, reden Sie jetzt schon, weiß nicht wie lang, und damals im Sommer, Herbst 70 war die Debatte wieder einmal auf einem Höhepunkt, wie das sein soll und was und wie und warum. Das war ja Lieblingsidee auch von Kreisky, nicht? Und sagt er, alle reden davon, geschenkt tut nichts, schon so jahrelang nichts geschenkt, warum machen wir nicht so etwas, nicht? Und ich habe sofort gesagt, das ist eine gute Idee, das könnte man machen. Ich habe sofort gesagt, ja, ich mache das. Der Chef hat dann in einer Unterredung mit mir gesagt, du willst dir das nicht überlegen, nicht? Ich habe gesagt, ja, bin überzeugt, ich habe viel in meinem Leben mit Intuition gemacht. Nicht? Ich habe mir gedacht, das ist in Ordnung, das ist gut, und habe es gemacht und bin eigentlich im Großen und Ganzen gut gefahren. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Ich habe also natürlich ganz allein angefangen, und innerhalb von 3-4 Jahren habe ich dann ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, eine Sekretärin und eine juristische Mitarbeiterin. Nicht? Und das hat sich also bestens bewährt. Die Branche hat mir damals am Anfang nur 6 Wochen Überleben gegeben. Die haben gesagt, das kennen wir doch, da kommen die ganzen Spinner, die alle kommen da und Dings, und wenn die Partie durch ist, dann steht er da, was macht er dann? Und also ich habe das gleich von vornherein ganz anders gesehen, und ich muss ehrlich sagen, richtige Vorstellung davon gehabt. Nicht? Ja, für meine Ombudsmann-Tätigkeit habe ich 1972 zusammen mit dem Kollegen Hans-Walter Christ von der Arbeiterzeitung den Karl-Renner-Preis für Publizistik bekommen. Der gilt ja so als österreichischer Pulitzer-Preis, wie man immer sagt. Und dann das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark, das ist wohl auch unter anderem für meine journalistische Tätigkeit als Ombudsmann. Das stammt aus dem Jahr 81,
hat mir der Landeshauptmann damals geschrieben, lieber Freund, über meinen Antrag hat die Landesregierung in ihrer gestrigen Sitzung einstimmig beschlossen, dir in Würdigung deiner Verdienste und das Land Steiermark das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark zu verleihen. Namens der Landesregierung und im eigenen Namen beglückwünsche ich dich herzlich zu der dir zuteil gewordenen Ehrung. So, das ist das. Und dann habe ich da noch den, das ist auch, also einschlägig, geht auch in Richtung Ombudsmann-Tätigkeit, in Würdigung der erbrachten Leistungen im Bereich der Sozialarbeit, den Josef-Kreiner-Preis. Ja, das war nach der Renner-Preis-Verleihung, links und rechts, also rechts bin ich, links ist der links ist der Hans-Walter Christ von der Arbeiterzeitung und rechts ich, in der Mitte Bundeskanzler Kreisky. 25 Feindflüge, die bronzene Frontflugspange für 60 Feindeinsätze, die silberne Frontflugspange, bis dann mit dem Fliegen, Kampffliegen sozusagen Schluss war, habe ich 71 Feindflüge gehabt, 11 davon gegen England, die anderen in Russland. Na, dann habe ich noch gehabt, das Krim-Schild für die Krim-Offensive damals, den sogenannten Gefrierfleischorden für den harten Wintereinsatz 41-42, dann die beiden Eisernen Kreuze, dann die silberne Frontflugspange, dann eine rumänische Auszeichnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen hat, und dann das hier ist, das letzte hier ist aus jüngerer Zeit, das ist das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Wie sehen Sie den Krieg, Ihren Einsatz im Krieg, Ihre Kriegsverwendung, wie das so schön menschenverachtlich heißt, heute? Naja, das, mein Gott, da weiß ich nicht, wie ich das jetzt also formulieren soll. Es war für mich, ich habe schon früher davon gesprochen, für mich war ja alles neu und ein Erlebnis. Für mich war ja alles neu und ein Erlebnis und ja, immer eine neue Erfahrung. Nicht? Das muss man bedenken. Ich meine, heute, also, oder auch in reiferen Jahren, schon mit 30, 35 hätte ich verschiedene Dinge gar nicht gemacht, die mir damals durchaus, die man halt damals gemacht hat. Man sich hat gemeldet und freiwillig und Dings nicht. Also. Naja, also ich habe das nicht so hochgestochen gesehen, ehrlich, sondern ich war halt begeisterter Journalist und wollte halt was Interessantes bringen. Mehr habe ich da nicht hineingelegt. Wie der Erfolg da war, war es ja müßig, über solche Dinge zu debattieren, nicht? Wie die Erfolge da waren. Nicht? Und die waren ja am Anfang ohne Zweifel da, nicht? Nicht? Noch später nicht, mit je mehr natürlich die Fronten zurückgegangen sind und je mehr das wahrscheinlich wurde, dass das schlecht ausgeht. Nicht? Ja, also meine Tätigkeit, ich war ja dann ein ganz, ganz kleines Rädchen, aber ja, was soll man dazu sagen, nicht? Wenn es hätte halt nicht passieren sollen, aber das kann man ja praktisch von jedem Krieg sagen. Nicht? Ich weiß auch nicht, warum der Golfkrieg sinnvoll gewesen sein sollte oder irgendein anderer Krieg. Nicht? Krieg ist praktisch immer sinnlos. Nicht?